Ladies and Gentlemen, willkommen zum großen Preis von Australien. Im freien Training sind wieder komische Sachen passiert. Ich war anderthalb Sekunden vor meinem Teamkollegen und habe die Trainingssessions-Programme nur so ganz gerade eben geschafft. Also wieder ganz komischer Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, was da wieder los ist. Egal. Richtige Reifen sind drauf. Let's go. Auf die erste Runde von hoffentlich mindestens drei. Oder von hoffentlich, ja. Ich hoffe. Jedes Mal. Dieser Wagen ist so unruhig auf dieser Strecke. Es ist unglaublich. Wie viele Dreher ich im Training hatte, das ist so viel wie in der ganzen Saison zusammen. Es ist verdammt dunkel. Ich sag nichts dazu. Es ist viel zu dunkel in dem Spiel auf einmal. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe die Scheitelpunkte nicht mehr. Das ist. Hatte ich im freien Training überhaupt nicht. Ich brech ab. Ich brech so ab. Ich krieg den Wagen hier nicht stabil. There's only one lap of fuel remaining. Ja. Was bringt mir das jetzt an Zeit? Siebter aktuell. Wie viele sind noch nicht gefahren? Eins, zwei, drei. Joe ist durch. Hä? 20-2? Der war schneller als ich. Aber nicht viel, aber ist. Ach, der ist raus. Joe ist raus. Und so, und ich bin jetzt aktuell Elfter. Okay, mit 11 könnte ich leben.
Also theoretisch 12. 20,5. Also aufgerundet 20,5. Oh, und da ging es nochmal hart nach hinten, meine ich. Oh. Also wenn Joe gewesen wäre, wäre ich raus. Also ich sollte eine 19,8 schaffen für Top 10. Ach du Scheiße. Also die KI ist hier wieder bockschwer. Ich finde dieses Level der KI einfach nur bescheiden, dass sie mal stark ist, mal komplett schwach. Es macht echt keinen Spaß so irgendwie. Und ich fand die Runde jetzt gar nicht mal so verkehrt. Egal, 1,19,8. Never, never. Sagte er und fuhr eine 1,19,7 oder so. 1,19,8. Dann brauche ich die Schwierigkeit ja gar nicht mehr fürs Rennen noch höher stellen. Schaffe ich sowieso nicht. Jetzt fahren die auch noch vor mir alle raus. Ich kotze. Warum ist das so dunkel? Es ist stockfinster hier. Ich sehe nichts. Das ist doch alles wieder hier scheiße. Ich war 1/4 schneller. Oh. 19,8 schaffe ich nie. Never. Erstmal 1/4 schneller. Damit bin ich 9. Ah, 19. Ey, Quatsch. Ah, komm. Hau mal noch einen Satz Reifen raus. Ja, ne, 19,9 schaffe ich nicht. Auf gar keinen Fall. Unmöglich. Völlig realitätsfern. Naja, nie im Leben. Absolut nicht. 19,4. Aber das war schon. Da war schon häufig. Also Track Limits. Also wären die an, dann wäre ich raus. Also das ist klar. Das ist klar.
vermute, dass ich jetzt schon raus bin. Die fahren jetzt alle nochmal 2 Sekunden schneller. Ich bin weiter. Und jetzt habe ich keinen. Doch, ich habe noch einen Satz Reifen. Das heißt, eine schnelle Runde und dann. Dann ist gut. 1,19,4. Ja, das ist wohl die richtige schon drauf. Let's do it. Oh, shit. Nee, das machen wir. Das war zu brutal abgekürzt. Das lasse ich selber nicht mehr erzählen. Ich hasse diese Kurve. Das ist die schlimmste Kurve hier. Reifen werden links viel zu heiß. 1,19,5. Ja, Zehntel langsamer ist. Mehr geht nicht. Wenn ich noch schneller fahre, dann fahre ich geradeaus und kürz komplett ab. Mehr ist einfach nicht drin, mehr kann ich nicht. Mehr weiß ich. Neunter, hat es ja richtig gelohnt. Hat es ja richtig gelohnt. Alles rigged. Alles komplett rigged. Beende die Session, ja. Ich wette, ich starte als Zehnter. Nein, Alonso ist nicht schneller geworden. Aber schneller als mein Teamkollege. Und wir dasselbe Bild. Die vier Teams sind vor uns. Und dann komme irgendwann ich. Und dann hinter mir ist auch wieder Luft. Schön. Starten wir von 9. Ist okay, da kann ich mit leben. Bin mal gespannt, wie die KI dann auf 100 ist. Ja, komm, das ist sowieso witzlos hier alles. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position. And Lewis Hamilton completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Perez, Carlos Sainz, and Leclerc, Ricardo, the owner driver, Vettel and Yuki Tsunoda, Stroll, Norris, George Russell and Giovinazzi, Raikkonen, Fernando Alonso, Mick Schumacher and Esteban Ocon, Mazepin, Gasly, Joe. They'll be starting further back after an earlier grid penalty, and Nicholas Latifi. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Ja, dann let's go. Okay, we're monitoring somewhere on the ICE. Be aware that we will start to see a lot of power.
Ja, die beiden Ferraris bekriegen sich direkt zu Anfang. Finde ich geil. Aber ich finde es gerade erstaunlich, wie nah ich dranbleiben kann. Wundert mich jetzt. Oh, böser Körper. Jetzt dreht sich das Blatt gerade, jetzt verliere ich nach vorne und nach hinten noch. DRS is being enabled this lap. We can use DRS when you are within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Nee, ich hab kein DRS. Menno. Ah, jetzt hab ich dir es.
Warum bin ich jetzt auf einmal so schnell? Egal, freue mich drüber. Aber überholen kann man hier halt nicht. Oh, Jeff. Mein Problem ist, aus beiden DS-Zonen oder vor beiden DS-Zonen kann ich nicht richtig gut raus beschleunigen. Hier, weil ich den Typen direkt vor der Nase habe, da habe ich Dirty Air. Da kann ich nicht schnell durchfahren. Und aus der letzten Kurve bin ich allgemein schlecht. Also gucken wir uns noch ein bisschen das Heck von McLaren an. Ist ja auch ein schönes Heck und eine schöne Farbe. Approaching the pit window, you'll be on the hard. Ist leicht frustrierend, möchte ich mal anmerken.
Es ist frustrierend. Lass! Nein! Ah! Ich will nicht mehr. Taken some slight damage. Oops. Okay, watch your pace. We've been informed that the safety car is out. There appears to have been an issue with multiple stopped vehicles on the track. Ich glaube, ich habe ein Problem. Nicht nur, dass man es hin. Wah. Der ganze Wagen ist kaputt. Ui, 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 ui. Ja, Jeff, a new strategy. Das war mir so klar. Da hat's mich in der Kurve weggelegt. Problem ist hinten. Das wird nicht repariert. Warum ist der? Ach, der ist auch schon wieder raus. Okay. Nein, der steht noch da! Alter! Das ist Höchststrafe! Höchststrafe! Fernando Alonso wurde Xavier disqualifiziert. Jetzt brauchen die. Das kannst du vergessen alles. Schön. Jetzt ist vorne wieder alles ganz. Okay, you only have to stop once now. Warum hab... One stop left. Warum kriege ich rote Reifen? Und... Das Spiel ist so hart verbuggt. Oh, oh mein Gott.
Nee, ist unfahrbar. Das können wir beenden. Nee, ich hab hin kein Glück mehr. Damage to the rear wing, you have damage to your rear wing. The side pods have taken damage. Keep an eye on your engine temperature. Cooling may be adversely affected. Nee. Wenn der Heckflügel kaputt ist, kannst du das vergessen. Alles klar, DNF-Schiss Australien ist eh eine Scheißstrecke. Ich mag die überhaupt nicht. Die neue ist cool. Ja, ich will keine Rückblende. Jetzt hau ab jetzt hier. Beenden. Diese Strecke ist ekelhaft. Nicht so ekelhaft wie andere Strecken, ja, aber die ist so, boah, braucht kein Mensch. Kannst nicht überholen, kannst gar nichts auf der Strecke. Nix, nada, niente. And so the celebrations begin, and well earned they are indeed. Bottas ist Weltmeister? Okay. Racing driver will tell you, competing at this level, at the very top, is anything but simple. There's no catching them now. Then we have a new World Drivers Champion. Einige rausgeflogen. Gut. Weiter geht's. Das war Pech heute. Das muss unglaublich enttäuschend sein. Ja. Es schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? Alles Clowns. Alles Clowns. Kommentare zu diesem Team? Nö. Danke für den Kommentar. Bitteschön. Mercedes, was will ich denn da? Da arbeiten auch nur Clowns. Ach, guck mal, Mensch, was für ein Zufall. So bescheuert. Aber dafür haben wir das ja alles geschafft. Hey. Immer das Positive sehen. So, kann ich denn irgendwas machen? Auf jeden Fall kann ich irgendwas machen. Wo ist denn hier noch? Teile gefährdet 0. Ach, Entschuldigung. Teile gefährdet 0. Hier sind noch ein paar. Anpassen. 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 So, kann ich denn noch irgendwas Neues machen vielleicht? Das wäre sehr knorke. Bestimmt zu teuer. Ne? Na klar. Chassis kann ich nichts machen. Aerodynamik kann ich nichts machen. Ergo, wir können theoretisch so zu teuer, zu teuer. Zu teuer. Schade. Ach ja, wir haben noch ein Problem. Verbrennungsmotor. Strafe in Jeddah. Strafe in Jeddah, komm, ist es doch egal. Einmal 5 Plätze, bitte. Es funktioniert nicht anders. Ist das alles belastend? So, hier Geld, ja, schön. Hier nochmal Fahrer, Dingsbums. Und dann haben wir noch. Aero brauchen wir nicht. Team. Ja, passt schon. So, weiter geht's. Wir kriegen richtig Kohle rein, kann das sein? Teile wurden ohne Probleme fertig. 5 Millionen schon wieder. Am nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Not bad. Fällt mir. So, zum vorletzten Rennen in Jeddah. Geile Strecke, richtig geile Strecke. Und danach kommt nochmal so eine Kackstrecke. So. Dann stellen wir das hier mal wieder um auf komplett. Das ist das letzte Rennen auf 100%. Leistungsvergleich, Platz 2. Da sehe ich mich überhaupt nicht. Na gut. Sehen wir uns dann in Jeddah wieder.